Hallo Leute, Grenny wieder hier und willkommen zurück bei einer Final Fantasy 14, Realm Reborn. Natürlich mit unseren Schurken hier. Und wir sind gleich auf dem Weg zum Infilia im Sonnenwind, wenn ich da drüber springen kann. Und reden mal mit dir, wie es aussieht, zwecks der Quest, die Falle schnappt zu. Wir haben ja letztens den aufgedeckt, der hier an die Amalshi die Flüchtlinge verraten hat. Oder verkauft, besser gesagt. Und das wollen wir natürlich jetzt übergeben, diese Erkenntnis. Was haben wir hier? 13er, 12er, 13er. Na, keine Quest, die ich brauche. Sind wir mittlerweile schon gut ein paar Level wieder vorangekommen. Na gut, eigentlich weniger. Die letzte Folge war eher mehr mit herumlaufen und hier ein Teil von der Quest, hier ein Teil von der Quest, hier ein Teil von der Quest, überall was machen, aber nicht weiterkommen. Aber muss auch gemacht werden. So, ich hoffe, dass ich die Folge nicht irgendwann aussetzen muss, weil ich vorher gerade noch bei einem Zahnarzt war und der mir dann eine Füllung verpasst hat, die sehr schmerzhaft ist, aber das geht weg, hoffentlich, bald. Derzeit noch nicht. Ja, mit dem Spiel kann man sich ein bisschen ablenken. Nur das Headset tut ein wenig weh, das aufzuhaben, aber naja, geht schon. Schauen wir mal rein, Sonnenwind. Muss man durchgehen bis nach hinten, wenn der Ladebalken weitermachen würde. Genau, und zum Saal der Morgenröte, da drin haben wir sie ja. So, Minfilia. Ich freue mich, dass du wohlbehalten wiederzusehen. Ich lese im falschen Midoro. Und nochmal freue ich mich, dass die Zusammenarbeit mit Tanke so reibungslos zu laufen scheint. Sag, wie ist es auch ergangen? Die Malisch also, wie ich vermutet hatte. Vielen Dank, das hast du ausgezeichnet gemacht. Ich fürchte nur, die Malische werden weit weniger kooperativ sein als dieser opportunistische Widerling von einem Händler. Es sieht ganz so aus, als wären wir auch in Zukunft auf deine tatkräftige Unterstützung angewiesen, Midoro. Mache dich auf eine harte Schlacht gefasst. Jawohl, ich mache mich gefasst. Oh, bessere Rüstung. Stärke 3, Geschick 3. Okay, kostet jetzt ein 2, kostet jetzt ein 3. Oh, die ist besser. Einiges besser. Den nehmen wir natürlich. Ah, wird er gleich tun. Ja, die sieht besser aus. Und ist doch besser. Leben, Materie und der ganze Rest. Aha. Es ist vielleicht an der Zeit, dass du mit deiner wichtigen Technik vertraut bist, um dich besser für die kommenden Herausforderungen zu wappnen. Vielleicht hast du schon von Mutter Genix, nee, gehört, dem gelehrten Techniker. Er hat einen Weg gefunden, verschiedenste Ausrüstungsgegenstände mit einer außergewöhnlichen Prozedur stabiler und stärker zu machen. Viele waren anfangs gegen ihn eingenommen, weil er ein Goblin ist und gegen die halt halten sich hartnäckige Vorurteile. Aber er hat sich zur Aufgabe gemacht, unvoreingenommene Abenteuer in seine revolutionäre Technologie der Materieverarbeitung einzuwenden. Aha. Wenn du ihn dann bittest, wird er dir alles über Materie erklären. Ich gebe dir auch gleich ein Testobjekt mit, in dem er die Technik demonstrieren kann. Hier, diesen Dolch. Bring den zum Mutagenix auf den Feuerhügel, wo er seine Gerätschaft aufgebaut hat. Du wirst den Ort gleich an der Rauchsäule erkennen, die von dort aufsteigt. Na dann, auf zum Mutagenix. So, Mutagenix war, glaube ich, zentrales Tannerland, genau. Also werden wir zum Kohlenstaub gehen. Die paar Geld können wir uns leisten. An der Rauchsäule zu erkennen. Ich habe eine Karte, aber ich sehe keine Rauchsäule. Müsste ich, glaube ich, die Grafik ein bisschen höher stellen, um das zu sehen.
Na, sei es drum. Ich renne natürlich falsch. Das ist die Rauchsäule von da oben. Also ich sehe keine Rauchsäule, seht ihr? Mal schauen. Da sollte die Rauchsäule sein. Naja. Bisher noch nichts. Muss man sehr nah hingehen, um die Rauchsäule zu finden. Da ist sie. Ich hätte eine schwarze Rauchsäule erwartet, nicht sowas. Egal. So, da sind wir wieder. So, der Fender Quest für mich. Hm. Da ist der Mutagenix. Oh, Großwachs. Kommst du von Wörtertausch zum Mutagenix, ja. Habe ich einen Dolch für dich. Es wohnet im Ding des Herzens seines Herrn. Es wandelt zu glänzenden Steinen seinen Kern. Glänzematerial, Leuchte und Strahl. Du bist der Wille des Besitzers als Kristall. Aha. Ehre deine Gut, benutze es lang. Wandle es um, sei nur nicht bang. Dann wird das Kristall, das stärkt, wenn du hast, was du hast. Setz ihn ein, so du kannst und er passt. Versuchen wir jetzt eigen selbst, ja. Was schaut Großwachsener mit Tellauren? Haben wir schon Freunde werden mit Schüttelhand? Oh, viele hat dich weit schicken hierher. Lass Mutter Genix Wortgeschenke über Materie schenken. Großwachsener, Ohr aufspannen wie Segel, damit Worte ganz in Ohr bekommen. Aber vorzuerst zeigst du, was du da Klammer greifst. Psst, Strumpfhund wie Gillmünze. Solch Tötonwerkzeug muss mit vieler Müll werfen. Aber für Augenbeispiel soll genügend sein. Pah, das Lesen ist auch schwierig. Hier, Meister, die Materie. Jetzt heft ein Auge auf Meister können. Materie ist eingesetzt und cool. Tötenwerkzeug glänzen hell, riesenstark. Mutagenix wird gratis schenken an Minfilia. Materie ist eine Art von Kristall. Man gewinnt sie, indem man lange und intensiv benutzt Ausrüstungsgegenstände auf ihre ätherische Essenz reduziert und auskristallisiert. Man verfestigt also die Energie, die der Benutzer durch seine wachsende emotionale Bindung mit der Zeit in den Gegenstand hat einfließen lassen. Und Luft holen. Natürlich ist nicht jeder beliebige alte Gegenstand auch zur Materiesynthese geeignet, aber sobald du Materie gewonnen hast, kannst du sie in einen anderen Gegenstand einsetzen und seine Eigenschaften damit verbessern. Interessant ist, dass man sogar so kaputten Ramsch wie deinen Dolch dann noch auch nutzen kann. Materie ist schon ein echt heftiges Zeugs. Haben Großwachsende ein Auge bekommen, leuchten bei Vorzeigen von Mutter Genix? Höre, damit dann mit Spitzohren, damit Leuchten auch in Denkschale von Großwachsender kommt. Muss erst viel bewegen Hände bis Handwerksmeister. Dann wird zu machen viele selben Seelen selbst zu Materialständen. Töten Werkzeug wird stark sein wie harte Fels. Und jetzt gehen mit Schnellschritt. Mutagenix brauchen Einzelzeit für Aufräumen in Denkschale. Lernschüler von Mutagenix können löschen gierig Wissen von Großwachsener. Mach zu Wörtertausch mit ihnen. Jawohl, mach zu Wörtertausch mit ihnen. Den reden. Materiesynthese ist die Künste aller Wissenschaften. Stell dir doch nur mal vor, wie viel Kraft wir erzeugen könnten, wenn wir all die herrenlosen und herstreuenden Erinnerungen dieser Welt in Materie pumpen würde. Als Meister Mutter ging ich mir das erste Mal seine Küste vorführte, hatte ich zwar keinen blassen Schimmer, wer sie da macht, aber ich habe es gefühlt, verstehst du? Ich bin für Schicksal dazu auserkoren, die rechte Hand des Meisters zu werden. Und nichts anderes ist mein Ziel. Ah ja. Interessant. Die Anzahl von Materie, die man in Waffen einsetzen kann, ist begrenzt, doch ich bin der festen Überzeugung, dass es einen Weg gibt, diese Einschränkung auszuheben. Ihn zu finden, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, wenn es mir zum Beispiel gelinge, die Energie in Materie auf irgendeine Art und Weise umzuwandeln. Aha,
Eigentlich sind die Wissenschaftler von der Indigo-Hand furchtbare Geheimniskrieger, aber Mutagenix ist eine erfreuliche Ausnahme. Ihm liegt viel daran, die Wissenschaft in EOSEA voranzutreiben. Deshalb ist er zu uns gekommen, um uns in die Geheimnisse der Materie einzuwenden. Und was hast du für eine Quest für mich? Das Bergen der Seelen. Ah, das ist die Quest. Machen wir gleich. Waffen oder Rüstungen, die sich lange gebraucht befinden, nehmen einen Teil der Persönlichkeit seines Besitzers an. Es ist, als ob das Material selbst eine Seele hätte. Du glaubst mir nicht, ich werde es dir beweisen. Es gibt eine Methode, diese Seelen in handfesten Eigenschaften des Gegenstands zu verwandeln. Materiesynthese nennt man das. Dann verwandelt man einen Gegenstand, zu dem man bereits eine hohe emotionale Bindung aufgebracht hat, sogenannte Materie. Mit dieser kristallinen Substanz, ja, das wussten wir, wenn es die aus dem wissen wir schon alles. Aber was muss ich jetzt machen? Wissen wir schon alles. So, jetzt können wir Materie herstellen. Wieso geht das noch nicht? Achso, ich muss Handwerk oder Gourmet Stufe 19 haben, um die Quest zu machen. Ah! Hat man eine Hauptschassung gemacht? Weiß nicht. Werden wir sehen. Na gut, wieder zum Infilia. Das heißt noch Horizont. Jetzt können wir Materie synthetisieren, das ist auch gut. Das könnten wir zum Beispiel schon machen mit... das machen wir auf den Weg. Lass uns mal chauffieren. Bruch zusammenstellt. Yep. Danke dir. So. Während dem Weg kann man ja schön hier nachschauen. Einzige, was ich mir aufheben will, ist das levelmäßige für den Faustkämpfer. Das heißt, alles und alles so hin, das passt. Können wir den schon haben. Das heißt, die zwei zum Beispiel. Können wir umwandeln, perfekt. Falls es überhaupt schon geht, muss ich mal schauen. Der geht nicht, hat nicht genug Bindung, aber der geht. Auch nicht genug Bindung. Waffenmäßig haben wir nur die drei, dann lassen wir das, den könnte ich verkaufen hier. Brauchen wir nicht. So, hier den brauchen wir auch nicht mal. Stufe 14, Stufe 18, Metallwegen. Man muss nebenbei ein bisschen mal aufräumen. Die brauchen wir. Der muss auch noch besser. Den muss ich mir fast aufheben. Also viel Materie verwandeln können wir jetzt noch nicht, aber das kommt. Ich habe auch eine Zeit lang mal mit einem anderen Charakter Sachen eben gebunden extra, um sie dann in Materie umwandeln zu können, weil gewisse Materie hat schon einen ziemlich hohen Wert. Kann man gut verkaufen. Aber die, was Final Fantasy spielen, die wissen das sicherlich. Die meisten wissen mehr als ich, von dem her. So. Willkommen zurück, Midori. Ich hoffe, dein Ausflug zum Fahrhügel war ergebnisreich. Hier. Nein, doch. Oh, wie meisterhaft. Es ist nicht zu glauben, welchen Unterschied so ein kleines Stückchen Materie macht. Die Technik erfordert zwar zunächst einige Übungen, aber auf lange Sicht macht sich die Mühe auf jeden Fall bezahlt. Du wirst dich noch unzählige Kämpfe stellen müssen und ganz sicher wird es manchmal eng werden. Materie kann den Sieg und Niederlage entscheiden. Kann da. Diesen Vorsprung sollst du nicht einfach verschenken. Und da wir gerade über Kämpfe sprechen, ich möchte, dass du eine bestimmte Aufgabe erledigst. Tankert hat uns gerade höchst bedeutsame Informationen überbracht. Ja, dann schauen wir mal, was für Informationen das sind. Oh, ich sehe schon. Der Herr des Infernos. Jetzt wird's interessant. Es gibt eine neue Entwicklung in den Entführungsfall, den du untersucht hast. Wir haben aus Ungus, dem falschen Priester, herausgepresst, wo und wann er mit den Amalischer Handel treiben wollte. Die Amalischer wissen noch nicht, dass wir ihn enttarnt haben und das wollen wir natürlich ausnutzen.
Du, Meteorotender, wirst als Vertreter unseres Bundes an der Operation teilnehmen. Das Ganze geht nämlich von der Legion der Unsterblichen aus. Sie haben einen Plan ausgearbeitet und uns um Mithilfe gebeten. Wir setzen großes Vertrauen in dich. Tankard wird später auch zu euch stoßen. Ich hoffe, dass uns dieser Einsatz endlich enthüllt, wohin die Flüchtlinge und die Kristalle der Manche AG verschwunden sind. Und nicht nur das, falls wir diese Mission erfolgreich bewältigen, könnten wir auch der Lösung des Primary-Problems um einen bedeutenden Schritt näher gekommen sein. Geh nach Camp Knochenblech und stoß zu einem Trupp der Legion, der dort wartet. Aber eines muss dir klar sein, die kriegerischen Amalischer werden sich niemals freiwillig ergeben. Ja, das war klar, dass die sich nicht freiwillig ergeben werden. Hopp. Was ist mit den Frames? Fahren rauf auf 60, gehen runter auf 30. Hin und her, hin und her. Wieder 60. So, aber bevor wir da jetzt das machen, schauen wir mal kurz. Ah. Idiot. Und ich verklick mich wieder. Da wollte ich ja. So, das kann ich ja schon im Materium wandeln. So, und Materie kann ich jetzt aber nur einsetzen lassen von einem Handwerker, der dementsprechend schon die Fähigkeit hat. Da kennen wir keinen, also wird das derzeit nichts, aber macht nichts. Ja, die brauchen wir nicht mehr. Irgendwie passt mir das nicht. Wo ist denn mein Ausrüstungsset für den Faustkämpfer? Irgendwas passt hier nicht oder. Egal. So, das braucht mir auf jeden Fall da. Ich will sogar das hier gehen. Aber das geht ja auch. Sie habe. Lämpchen bei den Jägerhut. So, hier haben wir das noch zum Anlegen. In der Hammergürtel müssen wir den hier nehmen. Hose geht, Füße müssen wir die hier nehmen. Das Gute ist nämlich, wenn man das schon anhat und wo gespeichert hat, dann sieht man, ob man so da und perfekt. Jetzt kann ich nämlich gut entscheiden, was brauche ich noch, was brauche ich nicht mehr. Den müsste ich noch hoch tun, das heißt, das lassen wir. Der geht auch nicht, also wird da beides ins Inventar gelegt und verkauft. Das behalten wir. Da haben wir gute, also brauchen wir die nicht mehr. Die können wir dann auch in Materium wandeln. Passt auch. Und für was, dass ich die habe, weiß ich auch nicht. Achso, weiß schon. Haha. So, die Verkleidung. Hier ganz vergessen. So, haben wir alles gemacht hier. Ich kann halt bei Gelegenheit verkaufen. Schöne Rüstung. So. Was hat der für eine Quest für mich? Netric Ironheart, die Stätte der Todgeweihten. Nehmen wir mal mit. Hallo mein Freund, darf ich mir vorstellen, Netric Ironheart, Forscher und Explorer per excellence. Für einen fruchtlosen Glücksritter wie dich hätte ich eventuell genau das Richtige. Neulich bin ich einen entlegenen Winkel des östlichen Talans, nämlich auf eine Gefahr. Volles Höhlensystem gestoßen. Sein Name lautet Halatali. Er soll vor etwa 100 Jahren als Trainingsstätte für Gladiatoren angelegt worden sein. Ist immer noch Trainingsstätte, kann ich nebenbei sagen. Während der 7. Katastrophe stützte die Tunnel teilweise ein und keiner weiß mehr, was drin so genau vor sich geht. Wenn das Unbekannte dich reizt und du zu einem gewissen Nervengitzel nicht abgedeckt bist, solltest du mal mit dem Legionär Fafashoni sprechen. Er steht am Eingang von Halatali Wache. Und keine Angst, ich habe ihm bereits angekündigt, dass ich ihm mutige Abenteuer vorbeischicke. Sollte dir also Zugang gewähren. Perfekt.
Camp Knochenbrei. Wir machen das Ganze auf schnell. Die Quest, nämlich, das wusste ich noch auswendig, die braucht man, um eben in Hallertalle, ist eine eigene Instanz, dann reingehen zu können. Die ersten drei Instanzen wirst du hingeschickt, aber dann wird es teilweise, aber meistens nicht mehr so sein. Dann muss man eher mehr selber suchen, wo sind sie, wo sind die Quests dafür zu annehmen. Ist aber einfach, das im Internet einfach nachzuschauen über die Wiki-Seiten oder gibt auch gewisse andere, wo das geht. So, die Leute sind da oben, glaube ich. Wo sind sie da drin? Oben oder drin? Drin. Gut, wir haben eigentlich alles. Also. Der Vertreter des Bundes der Morgenröte? Mehr Leute haben die nicht. Nicht gerade ein mächtiges Aufgebot, oder? Wie siehst du das? Aber wenn du dir das zutraust, also hör zu. Wir wollen uns ein paar Maische schnappen und sie dann ausquetschen, bis sie uns zeigen, was sie mit den entführten Flüchtlingen angestellt haben. Und Ongos, den zwielichtigen Gesellen, benutzen wir als Köder. Die Echsen wissen ja nicht, dass seine Tarnung aufgeflogen ist und sie werden nichts ahnend heranwackeln, wenn er mit ihnen handeln will. Und dann werden wir ihnen zeigen, mit wem sie zu tun haben. Kapiert? Klingen schärfer als Hyänen sind und Fäuste härter als Granit. Das ist unser Leitspruch. In unserem Distrikt werden nicht einfach unschuldige Bürger entführt. Dein Posten ist bei der unsichtbaren Stadt. Warte dort auf Feinkontakt oder bis ich dir andere Orte erteile. Machen wir den lustigen Treiben der Echse ein Ende. Also ab geht's. Unsichtbare Stadt ist da oben. Soweit ich mich noch erinnern kann. Hey, mich nicht niedertreten hier mit dem Riesenteil. So, und die Tablette, die ich vorher eingeworfen habe, scheint langsam gute Wirkung zu zeigen. Es tut nichts mehr weh. Das ist natürlich wunderbar. So, entschuldigt. Ein wenig Schleim im Hals, der ist schlecht im Reden. So, lassen die mich vorbei oder muss ich mir den Weg frei schlagen hier? Hier habe ich auch mal gekämpft. War klar. Mein Freund, du tust dir nichts Gutes hier. Ich will es dir nur mal sagen. So, erledigt. Probieren wir mal was. Der hat mich gesehen, bis ich mich versteckt habe. Gibt's ja nicht. So. Platz freimachen, die Leiche kurz töten. Die Leiche kurz töten. Oh Gott, nochmal. Egal. So, wir haben's. Dann warten wir mal hier. Inhaltskampf. Hallo Ungust. Ist der Händler da? Jawohl, Kommandant. Alles ist bereit. Gut, dann warten wir ab, bis sich die Schuppenviecher zeigen und treiben ihn das Entführen aus. Jawohl! Da kommt er, so ein Schuppenvieh. Nach einer Echse sieht das nicht aus. Will ich nur mal sagen. Aber gut. Was hat das zu bedeuten? Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, die Frames fallen runter. Euer Hinterhalt ist in einen Hinterhalt geraten. Nee, dann nachher mache ich dich nach, aber gut. Verräterischer Legionär.
Habt ihr euren Feind heute den Falschen zugeflüstert? Jetzt seid ihr die Gelackmeierten. Vergrinse. Na, jetzt ist das sicher klar, wie ich die Hampelmänner und so lange umgehen konnte. Sag auch so ein Verräter in den eigenen Reihen? Ja, wer das wohl gewesen sein könnte. Ihr Dummköpfe, ich könnte jeden auf ihren Bein. Kaum, dass ihr sie aus euren weichen Hirn gepresst hattet. Die Legion ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Tja, da will ich euch nicht länger aufhalten. Ihr habt ja noch was vor. Den Löffel abgeben. Bitte, sie gehören ganz euch, liebe Freunde vom Stamm der Magier. Na, das kann jetzt interessant werden. Den ersten hier fertig. Ja, die Fernkämpfer auch wegmachen. Schurken attackieren, ne? So wirklich. Gut ist mal, die Runde rumweg zu machen, die kleinen. Weniger Probleme mit den Großen nachher. Wir halten noch lange genug durch. Da hinten kommen noch ein paar. Der greift mich an. Und sagt, ich glaube eine Zeit lang aus. Ich kann mich heilen auch. Noch ein paar. Wir haben so ziemlich viele geholt, das stimmt wirklich. Könnte interessant werden, der Kampf. Ja, wir haben einen Herr dabei, das ist gut so. Was ist jetzt los? Sei doch vernünftig. Pass auf! Ah, Schlafzauber. Los, nehmt ihn mit. Und ihr geht gefälligst auf eure eigene Beine. Abmarsch. Ritterischer Abschaum. Ja, ja.
Leute, ich wurde gerade gefangen genommen. Aber das habt ihr alle ziemlich mitbekommen. Obwohl ich mich gut geschlagen habe. Okay. Verdammt, die ehrenlosen Marscher wollen uns ihren Götzen Ifrit opfern. Wenn mich nicht alles täuscht, wollen uns dieser Marscher ihren Gott opfern. Aber wenn ich sterben muss, dann wenigstens im würdigen Kampf. So. Und jetzt können wir gegen Ifrit kämpfen, der Gott der Marscher. Aber Leute, wir haben genau so gut wie eine halbe Stunde eben. Und die Wartezeit bis zum Ifrit wird immer ein wenig dauern, daher machen wir das jetzt nicht mehr. Damit fängt dann die nächste Folge genau an. Bis dahin, danke ich euch nochmal fürs Zusehen und wir sehen uns. See ya! Like I fought all my life for this. This one part, this one third, I've always missed. No, just don't let it go. I started the fight.